So, das ist jetzt so ein Kandidat, Freunde. Grüß euch, wieder einmal. So, grüß euch wieder einmal. Jawohl, grüß euch. Jawohl. Aber wieder heraus aus dem Käfer. Das ist jetzt so ein Kandidat. Wunderbar. So, Bruchleisten ordentlich stark gemacht. So, ich aufgehalten, jetzt habe ich schon knacksen gehört. Wahrscheinlich, weil er auch noch Rückhänger ist. Rückhänger. Schaut es euch an. Schaut es euch an. Im Prinzip, da ein paar Löcher, das ist halt irgendwie ein, was weiß ich, irgendein Käfer halt, ne? Der, was sich da einhockt. Komplett, ja, fahrlich halt auch. So, Bruchleisten ordentlich stark gemacht für den Durchmesser. Keine Splintschnitte. Jetzt habe ich schon aufgehalt und habe gemerkt, oh oh oh, und da sieht man es auch, Bruchleisten reißt ab. Schauen wir mal, jetzt muss ich auf der anderen Seite noch einkallen, dann hat man umbringen, weil der hängt jetzt halt ordentlich zurück, ne? Ist ein Rückhänger. Also drum mache ich jetzt da zum Beispiel keinen Splintschnitt. Wenn Bruchleisten anreißt, ist jetzt nicht unbedingt schwer der schon. Ne? Man braucht eine ordentliche Rückweiche. Wichtig. Die habe ich mir angelegt, dass ich wegkomme. Aber wenn jetzt da hinten Hochspannung war, weil der ist da vorne, ja, da vorne, wenn jetzt da hinten Hochspannung war, der darf zurückfallen. Entgegengesetzter Fallrichtung. War schlecht. Darum keine Splintschnitte bei sowas da. Absoluter Schmarrn. Weil sowieso, wenn du vorne ein Ding rausschmeißt, den Kerb, wenn es fahrlich ist, letztes. Also ich spare damit die Splintschnitte, ich sag's euch ehrlich. So, jetzt haue ich den Kalle, dann schauen wir, ob wir drüber bringen. Ansonsten machen wir in die Rückweiche rein und dann fahre ich halt zurück. Was willst du denn sagen? Ja. Naja, okay. Dann hauen wir da mal rein. Ich gehe mal ein Alu-Kall. Das zeigt ein bisschen. Schauen wir heute mal, was da geht. Vielleicht einen Hörer aber aufmachen. Da hört man was knackst oder nicht. Ja, damit du drauf hast, dann hast du das Trommelfeld an. Wo lauter Schnalzen. Naja, lass ich mal einen auf. Hey, auf, komm auf, jetzt so rede ich mit dir. Dann bin ich mit der 23er Stelle unterwegs. Der muss auch mal wieder ausgefahren werden, nicht? Also. Ja, wisst schon. Pass drüber. Auf geht's, Bursch. Und eine mit dir. Auf geht's. Jetzt geh ich noch drüber. Komm. Ja. Hängst du beieinander auch drin? Komm. Jetzt kommt er schon. Komm. Twitter. Jetzt zeig da! Ey, häng die aus, gell? Jetzt häng die aus. Ja, mal geht's noch. Ey! Ab! Zack! Hab's vergessen! Du wüsst mir sowas da. Naja, nächster Baum. Bisher trifft es keinen Froschen vom Käfer.
auch kernfahrlich. Wahnsinn. Also ich bin immer nur bei der 23er still. Der da kommt drauf und 55er Bocke hängt auch noch aus. Hälfte, Hälfte. Geh recht auf Dullen. Gell? Jawohl. So. Also es sind halt Stangl. Nicht? Da haben wir jetzt Stangl, woanders haben wir einen Murz drum Waschel. Da wo Käfer drin ist, aber das ist auch nicht Stangl. Da ist er auch Stangl. So, da hinten. Da noch was. Da haben wir auch noch ein paar drin. 1, 2, 3, 4, 5. Ist auch drüber ein paar Müll runtergefallen, nicht? Bevor das drin runterfällt, schauen wir, dass wir es wegbringen. Oh, jetzt war ich noch da mit der 23er. Und nach hinten kommt der 50er drauf. Dürfte ja, kriegt ja aus Fahrt. Das ist auch ein kleiner Stängel. Oh, noch nicht groß geworden, aber schon tot. Hm? Sterbende Bäume, sagen wir mal so. Eine schöne Kiefer. Ach, Kiefer, mein Leibspeis. Mein Kiefer ist mein Leibspeis. Birka, alles erin. Ja. 1, 2, 3 haben wir da noch. Achstrichene und die 2 auch noch. 5. Da unten ist auch noch eine 6. Ja, 6, 7, 8. Ja, das passt schon. Ja. Das Mutterl zieht raus. Und ich greife drauf. Danach zeige ich euch nur die Seilwinden. Seilwinden, da wo ich ein flämisches Auge gemacht habe. Habe ich ein Video auch darüber gemacht, schaut es rein. Ich verlinke es euch in der Videobeschreibung. Flämisches Auge. Schauen wir nachher die Seilwinden noch, weil das flämische Auge ausschaut. Nach einem starken Einsatz. Nicht? Das haben wir jetzt schon ein paar Wochen drauf, das flämische Auge. Und jetzt kontrollieren wir halt nach, sollten wir alleweil machen, wenn man was macht. Nicht einfach nach mit der Sinnflut. Gut, so, der Baum ist rast. Vatikanisel zeigt wieder kräftig. Oh, jawohl! Ich reiß den um. Schön, schön geht hier wieder hin. Solange es Spaß macht, geht die Sache. Vorher los. Jawohl, also, auf geht's. Greifen wir um. Na, geh! Genau da hin. So, den Osten raus. Ja. Ich habe ein bisschen Stück gelaufen. Sonst weiß ich nicht, wo hin. Weißt du, ich kann nicht reinschauen, aber kein Fall. Bruder, ja. Brennholz. So, Brennholz. Apropos Brennholz. Schau her, was mache ich jetzt mit so einem Baum, wenn gar nicht mehr Holz einschießt? Ja? Er muss aber weg. Ist der Käfer drin? Soll ich es lauen?
flächenweise, dann ist der Hügel weg. Also, wir probieren es halt, dann mal da gehen. Wir haben eh schon verloren. Aber ich gebe halt nicht auf. Ich gebe halt nicht auf gegen einen Käfer. Aber was soll ich jetzt mit so einem Baum machen, wenn keiner mehr reinschiert? Das ist doch die beste Möglichkeit, dass man so einen Baum verwirrt, oder nicht? Brennholz müsste man nicht wegschneiden, den Waldbart. Mache ich aber, weil sonst kann ich auf die Nacht nicht schlafen. Wunderbar! So, jetzt 50er. Jetzt ist der 50er ran. Jetzt haben wir da aufgeräumt, mit der 23er still. Da, jetzt können wir die 50er ausgewählen. Der 50er ausgewählen. Die zwei da hängen auch wieder zurück, die hängen mir jetzt um mit den Salbiten. Die habe ich kalt da. Verrückst, ich sag's euch. 30 Grad. Ja, so, die habe ich jetzt schon hergerichtet. Feuchte Wasser geschnitten. Zack. Zack. Ja, ist auch faul. Und da, jetzt ist er auch drin, nicht faul. Jetzt sieht man noch nichts, aber der ist recht brot unten. Ja, kann faul sein. Sehen wir, aber da hängt man auch, nimmt man Salome, Salsuche, Ken, und dann ziehen wir mit der Salwinden an. Salwinden unterstützte Fällung. Jawohl. So, jetzt warte ich aufs Mutterl und Vatikanesel, dann hängt man noch die zwei. Und dann habe ich da unten noch einen angestrichen. Und dann passt die Sache für heute. Stehen da wieder. Thank you.
Da habe ich davor eingeschnitten, vielleicht hat es der eine oder andere gesehen. Da habe ich so einen Kalas geschnitten, um zum Schauen, ob er noch fahrlich ist. Weil da vorne ist er fahrlich. Dann sieht man, dass er nicht mehr fahrlich ist. Wunderbar. Super Methode. Anzeichnet, eingehängt, führig gemessen. Weiter geht's. Und zum Abschluss noch als flämische Auge, wie ich erwähnt. Wie schaut es aus nach ungefähr 100 Stunden Einsatz? Ungefähr 100 Stunden habe ich es jetzt dran. Ja, eigentlich relativ gut noch. Ein bisschen ist es aufgegangen, also ein bisschen hat es von der Spannung her jetzt da vom Flechten her nachgeladen, wenn man das so sieht da, aber ich glaube, das ist alles im Rahmen. Ja, das lässt sich fast nicht vermeiden, weil wenn du zeigst, irgendwo wird es ein bisschen nachgeladen, wenn man es erst da anschaut, ja, ein bisschen. Aber ansonsten, es ist alles noch, ja, kann ich mit denen drüber fahren, das ist alles kein Grat, gar nichts, das ist alles wunderbar. Auch der hier unten, weil der Haken ist, das ist wunderbar, ja. Man sieht es weiter herum schaut nachwärts. Also, ja, wie gesagt, ist ein bisschen aufgegangen, die Verflechtung. Wenn der Zug, Druck immer ein bisschen nachladen und wieder anziehen, dann geht es ein bisschen auf, habe ich gemerkt. Ja, wenn man da weitergeht, das ist jetzt dann herum, da ist eigentlich auch noch in Ordnung, da die Song. Wie gesagt, aber die Verflechtung ist halt da ein bisschen off, aber ist okay. Und da herum geht es halt da um, da musst du auf der Seite, das lässt sich nicht vermeiden. Wo schaut auch noch gut aus. Umdrehen eigentlich auch. Es ist nichts angerissen, keine einzige Litzen, möchte ich sagen, oder Ader, wie man halt sagt. Ist nichts gebrochen, angerissen, was weiß ich. Es ist eigentlich nur super gut. Wenn man sich den Alu-Pfropfen, Muff anschaut, dann ist tatsächlich da, wie erwartet, ein bisschen eingerutscht. Also da hat es ein bisschen eingezogen, wenn man da oben drauf schaut. Also das habe ich ja, habt so ein Video gesehen, bündig abgeschnitten. Bündig aus dem Grund, weil ich gehofft habe, dass das ein bisschen einzieht. Also den kurzen Stumpen, weil dann ist die Verletzungsgefahr einfach weg. Also wenn das da weiter außer gestanden war, also es ist ja kein Kamper, hätte man da oder auch schon ein Kind, also länger lang, dann hätte es wahrscheinlich nicht ganz gezogen, dann war da so ein Kanten blieben von dem Stahlseil und da hätte es die aber aufgerissen. Und das ist jetzt nicht, was es praktisch nach innen gezogen hat. Darum darf ich sagen, fast immer bündig anschneiden, weil dann zieht es, mein Gott, was wird das, auch halber Zentimeter, 5 mm zieht es da rein in die Aluhülsen. Und dann ist die Verletzungsgefahr komplett weg. Und weiter einziehen tut es sowieso nicht. Weil das zieht ja zusammen, das flämische Auge. Und dann ist es gut. Das kann nicht weiter rein. Das haut nicht ab. Da bin ich ein bisschen halt hergekommen. Mein Gott, nein, das ist so, wenn du das ziehst mit der Kehle irgendwo, bleibt es dann halt einmal hängen. Aber das irrt jetzt auch nicht. Ist auch nicht einmal scharfkantig. Da hat es halt ein bisschen das Alu eingedrückt. Nein, macht nichts. Ansonsten schaut die Aluhülsen noch wunderbar aus. Wenn wir es presst haben, habe ich es presst habe mit meinem selber gebauten Press, Schlagpresse. Ja, ich glaube, das kann man auf alle Fälle als gängige Praxis so machen, würde ich sagen. Also für mich ist das flämische Auge auf alle Fälle eine Möglichkeit, dass man so ein Stahlseil, wenn es angerissen ist, wieder neu machen kann. Also fahren die Schlapfer hier halt nicht. Auf alle Fälle, und ich möchte mal sagen, langfristig auf alle Fälle auch eine super Sache, weil einfach, hat man ja gesehen, jetzt nach 100 Stunden, gut, das sind jetzt 100 Stunden, jetzt kann man da oder anders sagen, mei, das ist ja keine Zeit, nicht? Stimmt, schauen wir es in 500 Stunden nochmal an, aber nach 100 Stunden kann ich sagen, das hält, weil das flämische Auge hat, glaube ich, einen brutal guten Vorteil gegenüber von der Möglichkeit, was dann einfach das Seil einmal umschlagst und dann eine Hülsen drauf presst, das war auch viel machen, also nicht das flämische Auge flechten, sondern bloß das Seil nehmen, eine Ösen umschlagen und dann einmal zusammenpressen, dass das einfach ein Schlapfer ist. Der Schlapfer hat einen brutalen Nachteil, weil wenn die Ösen einmal abreißt, abbricht, ist ja auch ein Alu-Ösen. Kann auch Eisenösen sein, ist ja wurscht. Auf jeden Fall, wenn die aufgeht, dann geht die Schlapfer auf und dann haut es die aus wie ein Geusel, also wie ein Peitschen, möchte ich sagen. Wir sagen halt Geusel. Ja. Und wenn du ein Hutz draus bist und die Ösen geht auf,
und das Seil, das trennt da, du bist hin. Wenn du da blöd durchstehst und das geht blöd, dann bist du hin. Das flämische Auge hingegen, das kann auch anreißen, aber nicht aufgehen, weil das ist auf der Pfluchten, umgepfluchten ums Seil und das kann nicht aufgehen. Und die Aluhülsen, wo man draufpressen kann oder draufpresst, die hält da bloß den hinteren Teil. Der hat eigentlich, der Aluhülsen hat überhaupt gar keine Bewandtnis, bloß das hinten das zusammenhält. Da ist überhaupt keine Kraft drauf, möchte ich sagen. Also das ist ein brutaler Vorteil, das flämische Auge gegenüber von dem umgeschlagenen, von der umgeschlagenen Schlaupfer, möchte ich sagen. Und darum glaube ich, dass das langfristig die beste Lösung ist, dass man so ein Stahlseil auch für einen Großeinsatz, möchte ich sagen, für einen langfristigen, für volle Stresstests hernehmen kann. Ich kann es bloß empfehlen, ich werde nach 500 Stunden nur mal nachschauen und vielleicht kann ich es aufnehmen, wenn ich dran denke, wie es dann ausschaut, das flämische Auge. Ansonsten ist das eine Top-Lösung, weil ich alle empfehlen darf. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen wieder unterhalten können in Forststraßen mit ein bisschen Baumaschneien, Käfer und flämische Auge, wie es jetzt ausschaut. Nach ein bisschen Zeit, ob sie sich gut geschlagen hat, ob sie sich wacker geschlagen hat. Jawohl! So, ich wünsche euch noch was. Und wenn euch meine Videos gefallen, wie alle, bewertet es positiv und abonniert den Kanal. Das darf ich sacklich freier Leute. Abonnieren. Weil wenn das nächste Mal ein Video kommt, dann wird es automatisch benachrichtigt. Umsonst? Wo gibt's denn das noch? Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Habt ihr das? Servus. Jawohl.